Schönen guten Tag und herzlich willkommen am Flat Auto Suspension YouTube-Kanal. Heute kümmern wir uns mal um das Thema High-Low-Speed-Dämpfung. Viel diskutiert, moderne Federelemente haben viele verschiedene Knöpfe. Im Regelfall hat man bei hochwertigen Federelementen mittlerweile die Möglichkeit, Druck- und Zugstufe in High- und Low-Speed einzustellen. Muss man keine Angst vor haben. Es hat sogar viele positive Effekte, dass man viele Knöpfe hat. Insofern, wir versuchen immer so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, was eigentlich High- und Low-Speed-Dämpfung ist, was das genau macht und warum man das haben sollte, warum es besser ist. Um euch das mal so ein bisschen näher zu bringen, habe ich mal hier ein bisschen was aufskizziert. Also wir fangen mal grob an vom Verständnis her mit einem Dämpfungskolben. Warum braucht man überhaupt High- und Low-Speed-Dämpfung? Man versucht, die eierlegende Wollmilchsau zu produzieren. Man möchte ein Fahrwerk haben, was beispielsweise schön sauber und sensibel anspricht. Wenn ich aber irgendwo runter droppe, irgendwo reinspringe oder irgendwas Stärkeres von unten kommt, das Fahrwerk trotzdem die Schläge aufnimmt. Oder andersrum, man möchte ein Fahrwerk haben, was nicht wegnickt, wenn man eine Stufe runterfährt und man Überschlagstendenzen kriegt, sondern man möchte ein Fahrwerk haben, was diese Stabilität gibt. Man kann irgendwo runterfahren, bekommt keine Überschlagsgefühle, aber nimmt die Stöße gleichzeitig auch noch auf. Eigentlich ein Widerspruch in sich, aber moderne, gute Federelemente können das. Ich habe euch mal hier so einen Kolben aufgezeichnet. Das ist der Querschnitt von einem Dämpfungskolben, der prinzipiell immer gleich aussieht. Jeder Hersteller hat also seine Vorlieben, aber prinzipiell sieht er immer gleich aus. Der Kolben ist in der Mitte verschraubt. Hier seht ihr die Öldurchlässe und das Öl strömt auch in der Mitte durch. Durch die Zentralschraube, die das Ganze zusammenhält. So, hier oben drauf liegen Shims, die entsprechend sich aufbiegen und das Öl freigeben. Und hier oben drüber, diese roten Kringel, die ich da skizziert habe, das ist eine Feder. Diese Feder wird vorgespannt von eurem Highspeed-Regler. Wenn ihr an einem Highspeed-Regler dreht, wird im Regelfall eine Feder vorgespannt, die Druck ausübt auf den Shim, der auf dem Kolben liegt. Euer Low-Speed-Regler hingegen ist im Regelfall hier so eine kleine Nadel, der in der Mitte ist. Das Öl strömt also hier in der Mitte durch eine Hohlschraube und hier oben ist so eine Nadel. Das Öl quetscht sich hier vorbei und je mehr ich die Nadel runterdrehe, umso mehr verschließe ich hier ein Port, umso mehr Low-Speed-Dämpfung bekomme ich. Drehe ich jetzt an meinem High-Speed-Regler, spanne ich die High-Speed-Shims vor. Das heißt, ich brauche hier viel mehr Kraft, um die jetzt vorgespannten Shims hochzudrücken. Beide Sachen haben unterschiedliche Effekte. Die Shims können sich je nach Beschleunigung des Öls können die sich mehr oder weniger stark aufdrücken. Die Low-Speed-Nadel nicht. So, was macht das Ganze jetzt also? Ich erkläre euch das mal anhand von einem Graphen. Ich habe euch mal hier ein kleines Diagramm skizziert. Und zwar setzen wir die Punkte Kraft und Beschleunigung mal hier nieder. Und zwar geht es darum, wenn wir einen Trail fahren und beispielsweise pedalieren. Das Fahrwerk soll nicht wippen, also brauchen wir viel Low-Speed-Dämpfung für die langsam beschleunigten Stöße. So, wir haben also jetzt hier quasi Low-Speed-Dämpfung. So. Wenn man jetzt den Regler zudrehen würde, würde die Kraft immer stärker werden. Man benötigt immer mehr Kraft, um die Dämpfung auszulösen. Wenn wir jetzt aber mit der Kraft oder mit dem ausschließlicher Low-Speed-Verstellung über einen Stein fahren würden, über eine Wurzel, würde das Fahrwerk nicht aufmachen können schnell genug und wir würden einen Stoß abbekommen. Also brauchen wir eine justierbare High-Speed-Druckstufe. Und im Regelfall sieht das dann so aus, dass wenn man möchte eine gewisse Low-Speed-Dämpfung haben, die hier startet und irgendwann auf Wunsch abflacht. So, das würde bedeuten, dass je stärker der Stoß von unten kommt, umso weniger Kraft das ganze System verschließt. Man bekommt also viel Support über Low-Speed-Dämpfung und trotz allem, wenn man über einen Stein fährt oder eine Wurzel, macht das System auf und man bekommt die Spitze nicht ab. So hat man quasi dann die eierlegende Wollmilchsau. Man hat Support im Fahrwerk durch viel Low-Speed-Dämpfung und trotzdem Komfort, wenn man über Steine, Wurzeln etc. fährt. Man kann den Effekt natürlich auch umdrehen. Man könnte sagen, ja, ich möchte möglichst wenig Low-Speed-Dämpfung haben für ein sensibles Fahrwerk und viel High-Speed-Dämpfung, wenn ich irgendwo runterspringe. Dafür sind dann quasi die Einstellknöpfe da. Jeder kann sich seine eigene Vorliebe kreieren. Man ist nicht festgesetzt auf
ein Grundsetup. Es gibt viele Gabeln und Dämpfer, wo man beispielsweise nur einen Druckstufenknopf hat, wo man festgesetzt ist auf die Eigenschaften des Fahrwerks. Man kann an dem Low-Speed-Knopf drehen, man bekommt mehr Support. Ist man aber unzufrieden, beispielsweise nach Landungen oder nach starken Stößen, dass das Fahrwerk zu hart oder zu weich ist, hat man keine Möglichkeit, es einzustellen. Das ist der große Unterschied zwischen High- und Low-Speed. Man kann zwischen hochbeschleunigten und langsam beschleunigten Stößen unterscheiden und es entsprechend einstellen. Ich hoffe, obwohl es alles ein bisschen kompliziert wirkt, ihr habt es einigermaßen nachvollziehen können. Es ist ein sehr schwieriges Thema zu erklären, aber vielleicht konnten wir das auch wieder ein bisschen näher bringen und erklären. Wie immer würden wir uns darüber freuen, wenn ihr unseren Kanal liked, schreibt uns Kommentare unter das Video. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Wir versuchen, alles möglichst schnell zu beantworten. Vielen Dank und bis bald.